Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schweizer Power Plattform Enthusiasten vom ZwipoW. Heute geht es um die Barcode Reader Funktion in Power Apps. Da seht ihr die Power App schon. Die ist auf meinem Telefon. Das ist ein Screen Copy von meinem Telefon. Und wie das Ganze ganz leicht funktioniert, das zeige ich euch. Ich nehme jetzt hier mal mein Telefon, gehe hier auf Barcode Reader und kann mir jetzt hier eben den Barcode anzeigen. Scannen und der ist übertragen worden. Das kann ich auch mit unterschiedlichsten Barcodes machen. Da haben wir ihn. Das Ganze wird an die App übertragen und ich kann dann einfach auf dieses Symbol gehen mit der Datenbank und das Ganze wird in die Datenbank übertragen und das ist in meinem Fall wieder eine SharePoint-Liste. Hier ist sie. Es dauert einen kleinen Moment, bis die Daten generiert oder bis die Daten sichtbar werden. Hier sind sie jetzt, die Daten, und können dann eben weiterverarbeiten werden für andere Zwecke. Wie man das Ganze eben realisiert in einer Power App und welche Funktionen der neue Barcode Reader in Power Apps hat, das zeige ich euch nach meinem Intro. Herzlich willkommen zurück und was ich euch heute jetzt mal zeigen möchte, sind eigentlich zwei Sachen. Das heißt, welche Scan-Modi gibt es und was genau bedeuten diese und welche Daten liefert der Barcode-Reader zurück und wie kann ich die verarbeiten und dann eigentlich eben in eine Datenbank schicken. Und dann schauen wir uns nochmal diese Scan-Modi an. Ich habe jetzt hier einfach mal so einen Dropdown reingemacht, in der ich alle drei Scan-Modi habe. Jetzt fangen wir mal an mit Select to Scan und ich gehe jetzt mal auf Barcode-Reader. Select to scan bedeutet, ich kann einen Barcode scannen, er erkennt den, ich kann das jetzt bestätigen, eben mit der grünen Bestätigungstaste. Und hier ist jetzt also dieser Scan, der ist hier in einer lokalen Collection und hier habe ich dann eben die Datenbankanzeige, das zur Info. Und automatically scan, das heißt, ich gehe jetzt hier drauf, gehe wieder auf Barcode Reader. Und es ist so, ihr habt es gemerkt, das geht ratzfatz. Sobald er den ersten Barcode erkennt, schickt er den gleich weg und scannt ihn. Und um das zu verhindern oder beziehungsweise wofür es unpraktisch ist, das kann ich hier nochmal zeigen. Jetzt haben wir hier nämlich ganz viele Barcodes und jetzt kann ich eigentlich nicht steuern, welchen Barcode er sich auswählen soll beziehungsweise welchen er scannen soll. Und insofern habe ich, um solche vielen Barcodes zu scannen, hier nochmal die Möglichkeit, Scan Multiple zu machen. Gehe jetzt hier drauf und jetzt erkenne ich eben jeweils den Barcode. Kann jetzt hier mal lang gehen und habe jetzt hier eine kleine Sammlung von den Barcodes, die ich gescannt habe und kann die dann auch nochmal löschen. Kann mir die Details angucken. Hier eben, das sind die beiden Rückgabewerte, der Wert und der Typ. Und kann das Ganze dann eben übermitteln und dann packt er es wieder hier in diese Collection und ich habe es dann so gemacht, dass ich diese lokal auf der App sammle und hier über das Drücken auf das Datenbanksymbol dann eben erst in die Datenbank schicke. Neben der Änderung der Scan-Modi ist das auch schon wiederum eine Hauptänderung in diesem Barcode-Reader, denn die Rückgabewerte des Barcode-Readers, wenn gescannt wurde, sind eben in einem anderen Format. Wie man das Ganze dann wirklich in die Datenbank überträgt und welche Features der Barcode Reader hat, das gucken wir uns jetzt mal an in eben der Entwicklungsumgebung. Dafür entstellen wir eine neue App, nennen die mal Tut Scanning, machen mal ein Phone Layout, damit wir uns am Ende dann auch nochmal angucken können. Und jetzt haben wir also die neue App und als erstes packen wir mal unseren Barcode-Reader hier rein. Da ist er auch schon. Hier oben wird eben angezeigt. Bei mir ist das auf Englisch. Das bedeutet auch, die Syntax ist bei mir ein bisschen anders. Ich mache immer ein Komma, kein Semikolon und kein Doppelsemikolon bei einem neuen Befehl. Das müsst ihr entsprechend anpassen oder eben auch auf Englisch stellen. Das heißt, der Barcode-Reader funktioniert im Browser nicht, weil er eben keine Kamera hat. Jetzt klicke ich hier mal drauf und letztendlich zeigt er uns nur an, dass er nicht umgehen kann mit diesen Barcodes
Und um uns die jetzt anzuzeigen, gehe ich jetzt einfach mal hin und mache auf das On-Scan-Event des Barcodes ein Collect, sodass ich die Rückgabewerte, wenn gescannt wurde, eben sammle und nenne das Collect Scans. Und dann mache ich rein Barcode Reader 1.barcode, also das, was geliefert wird, wenn gescannt wird. Jetzt packe ich das hier rein und jetzt können wir uns die Collection mal angucken. So sieht die aus. Also das heißt, in dieser Collection Scans, der Rückgabewert, gibt es zwei Felder, zwei Spalten, Type and Value. Und damit wir uns das Ganze eben angucken, können wir jetzt hier mal eine vertikale Galerie reinpacken. Das Bild brauchen wir nicht, das löschen wir jetzt mal. Und hier in die Items-Eigenschaft dieser Galerie setzen wir jetzt mal unsere Collection Scans rein. Jetzt sehen wir, da ist also der Rückgabewert. Wenn ich jetzt hier allerdings drauf gehe, dann sammelt er innerhalb dieser Collection die Rückgabewerte und die können wir dann eben wirklich in eine Datenbank speichern, eben in eine SharePoint-Liste. Dafür müssen wir allerdings etwas machen und zwar den Befehl, den wir jetzt anwenden, da müssen die Spalten, die geschickt werden, in der Benennung identisch sein wie die Spalten innerhalb dieser Datenquelle. Das heißt, ich arbeite jetzt im ersten Fall mal mit dem Value. Und dafür mache ich jetzt mal eine andere Collection noch, die nur eine Spalte enthält, und zwar den Value. Dafür setze ich jetzt nochmal einen Knopf hier rein. Ich nenne diese Collection jetzt Clear Collect, um die Collection zu erstellen. Sage Collect Scans to Patch. Und dann sage ich nur Show Columns, also das heißt von unserer Collection Scans möchte ich nur einen Wert haben und zwar den Value. Das packe ich jetzt mal hier rein. Wir gucken uns die jetzt gleich mal an, indem wir jetzt hier nochmal einen Befehl reinsetzen. Und zwar, damit wir das Ganze eben in die Datenquelle schicken können, setzen wir jetzt hier den Button rein und machen einen Befehl rein, damit wir sie rüberschicken. Das ist ein Patch-Befehl. Wir wollen patchen. Hier oben steht es in die Quelle. Das heißt, das ist... wir haben die Datenquelle noch gar nicht eingebunden. Wir müssen natürlich erstmal eine Datenquelle einbinden. Das ist SharePoint Tutorial. Und hier unten diese Datenquelle ist es. Dann gehe ich jetzt hier nochmal zurück. Und in diese Datenquelle möchte ich jetzt also den neuen Datensatz reinpatchen. Also rüberschreiben und dann gehe ich Patch to neuer Barcode Reader und jetzt sage ich Collection Scans to Patch. Jetzt können wir uns das hier angucken, wie die aussieht und wie ich gesagt habe, hier ist wichtig, dass dieser Spaltname Value sich in dieser Datenquelle befindet, der befindet sich dort und deswegen funktioniert das auch jetzt. Dann gehen wir mal hier drauf. Es dauert jetzt einen Moment, bis die Daten da sind. Und jetzt haben wir hier eben die Daten wirklich im Batch rübergeschickt. Und damit wir nicht immer wieder die gleichen Daten schicken, machen wir jetzt hier nochmal Clear Collection Scans rein. Das heißt, wenn wir die jetzt schicken, dann wird das gleich leer gemacht. Dann können wir die Daten auch nur einmal schicken. Die erscheinen jetzt hier drüben. Wenn ich jetzt irgendeine andere Spalte befüllen möchte, jetzt sagen wir mal, ich möchte den gleichen Wert auch in BC Value reinpacken. Ich generiere jetzt hier nochmal lokal ein paar Datensätze. Wir zeigen uns jetzt die Datensätze nochmal an. Das mache ich einfach, indem ich hier die Galerie nochmal kopiere. Das heißt, hier ist jetzt ein zweites Mal da und da möchte ich jetzt nicht die Scans angezeigt haben, sondern da möchte ich unsere Inhalt unserer SharePoint-Liste angezeigt haben. Das heißt, hier sind die Barcodes drin und das Ganze möchte ich dann sortiert haben nach der ID. Und zwar absteigen, sodass wir immer den neuesten Wert oben haben. Das heißt, das sind so unsere Werte, die wir reingesetzt haben. Und damit wir sehen, dass es korrekt ist, möchte ich dann auch noch das Datum mit drin haben. Okay.
Wenn ich jetzt also eine andere Spalte, dabei waren wir, nochmal befüllen möchte, dann muss ich das hier nochmal ein bisschen anpassen. Angenommen, wir möchten jetzt eben den Value auch in die anderen Spalten reinpacken, in die andere Spalte BC Value. Dann gehe ich hier auf Add Columns und die nenne ich jetzt einfach BC Value. Und da packe ich dann wiederum unseren Value rein. Gehe hier drauf, erstelle unsere Collection, die kann ich mir jetzt hier nochmal angucken. Da ist sie. Und jetzt habe ich hier eben eine Spalte BC Value, wie hier BC Value. Und klicke jetzt hier nochmal auf eben das Datenbanksymbol. Gehe in unsere SharePoint-Liste. Und hier sind sie jetzt also übertragen. Wenn ich jetzt das Ganze hier auswählbar machen möchte, also hier kann ich jetzt hingehen und mir über Scanning Mode den Scan Mode auswählen. Wenn ich das Ganze auswählbar machen möchte, dann geht das am besten, indem ich eine Dropdown einfüge. Und in diesem Dropdown gibt es jetzt mehrere Elemente, die ich dort habe. Und zwar ist das Barcode Reader Scanning Mode Punkt Automatically Scan, Barcode Reader Scanning Mode Scan Multiple Barcode Reader Scanning Mode Select to Scan, eckige Klammer schließen. Jetzt habe ich hier diese Values und ich kann die mir jetzt hier aussuchen. Und damit das diesen Scan-Mode des Barcode-Readers steuert, kann ich jetzt hier reingehen und einfach diesen Wert aus diesem Dropdown einfügen. Dropdown 1 Selected.Value. Und das ändert sich dann dort entsprechend. Und damit wir jetzt nicht immer zweimal drücken müssen, nämlich um diese richtige Collection, die in die Datenbank gepatcht wird, zu erstellen und nochmal hier darauf drücken, um die Daten dann wegzuschicken, machen wir hier einfach nochmal ein Select rein, damit der Button automatisch vorher ausgewählt wird. Das ist Button 1. Dann machen wir nur auf diesen Button zu drücken. Genau, dann veröffentlichen wir das Ganze und die schaue ich mir dann nochmal auf dem Handy an. Dafür gehe ich auf dem Telefon in meine Power Apps Verwaltungs-App, gehe auf alle Apps und suche mir dann hier eben die Tutorial Scanning App aus. Das ist die App, die wir gerade erstellt haben. Hier ist sie auch schon. Und jetzt kann ich hier eben Barcode Reader Automatically Scan auswählen. Da passiert es schon. Hier ist jetzt der erste Scan. Kann ich hier oben den Scan-Mode wechseln. Und zwar sage ich jetzt Scan Multiple. Gehe jetzt hin und kann nochmal zwei scannen. Übermittle das Ganze und gehe jetzt hier auf das Datenbanksymbol. Und hier hat er den Kram jetzt übertragen. Es hat funktioniert und ihr seht, so schnell kann man also eine solche Scan-App erstellen und Daten in eine Datenbank übertragen. Das ist schon total verrückt und die neuen Scan-Modi sind wirklich unglaublich praktisch. Also, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich freue mich auf euer Feedback. Vielen Dank, euer SweepoW.